Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, ich bin Lucida und wir sind zurück in Mass Effect nach einer letzten sehr dramatischen Folge, wo wir ein weiteres Besatzungsmitglied verloren haben, ein weiteres Crewmitglied. Ashley ist jetzt nicht mehr unter uns, ich musste mich entscheiden und ich fand es interessant zu hören in den Kommentaren, dass das nicht immer so ist. Baradion hat gesagt, dass es bei ihm genauso gewesen wäre und er fand das heftig, dass er sich da entscheiden muss, wo läuft denn überhaupt hin? Wir wollen jetzt wieder mit den Leuten reden, wir gehen nach unten. Von Octarine habe ich aber gehört, dass er diese Entscheidung so gar nicht hatte. Also irgendwie hätte ich wohl auch was dagegen machen können, dass es so kommt. Es ist, wie es ist. Es ist schade, aber es ist, wie es ist. Und wie auch letztes Mal gesagt, ich lade da nicht neu und ich werde nicht neu anfangen. Deswegen, weil jetzt zwei Besatzungsmitglieder weg sind. Es wird schon irgendwie auch ohne gehen. Und wenn nicht, dann habe ich halt Pech gehabt. Ich muss mit dem leben, was jetzt passiert ist. So, wir gucken mal und reden mal mit unseren restlichen Besatzungsmitgliedern. Und ja, mal schauen, was die zu sagen haben. Ja. Seit unserem letzten Plausch haben wir kaum Zeit miteinander verbracht. Viel wurde gesagt, als wir uns unterhielten. Ist das so? Flirteten! Wir haben geflirtet. Wir haben nicht geflirtet. Das war nur so ein Ding von wegen, warum haben sie mich gerettet? Und ich weiß, ich habe irgendwas gesagt. Weiß ich, was habe ich da gesagt? Letztendlich war es so gemeint, keine Ahnung. Also ich hatte, also es war nicht als Flirten gemeint oder so, aber ja, das ist dann irgendwie so in diese Flirt-Richtung gegangen. Eigentlich will ich nicht flirten, der ist komisch. All die Worte und sie haben immer noch nichts gesagt. Ich will sie nicht zu sehr ablenken. Je tiefer wir uns in diesen Schlamassel reinreiten, desto größer erscheint er. Ich suche nur nach einem offenen Ohr. Die Nachbesprechung war nicht der richtige Ort, um zu sagen, wie lächerlich das ist. Scheinbar ist jede Rasse der Galaxis mit ihren eigenen Problemen beschäftigt. Sie wollen nicht sehen, was ihnen bevorsteht. Wollen Sie glauben, alles sei in bester Ordnung? Klingt sehr menschlich für mich. Ja. Ich schätze, einige Dinge werden problemlos von Spezies zu Spezies weitergegeben. Ich sollte das nach dem, was Vernus zugestoßen ist, lieber nicht vergessen. Vernus, wer war denn das? Vernus. Erzählen Sie mir nicht, dass Sie Vernus bei Ihrer Abschlussfeier in die Arme gefallen sind. Bevor ich Vernus traf, wusste ich genauso viel wie jeder andere Zivilist. Aliens waren seltsam, überlegen und versuchten uns vorzuschreiben, was wir zu tun haben. Seit dem ersten Kontakt sind ja auch erst 26 Jahre vergangen. Das ist nicht gerade viel Zeit, sie zu verstehen. Es war Vernus, der mir gezeigt hat, wie menschlich Aliens sind. Sie sind nicht anders oder besonders. Es sind Trottel und Heilige, genau wie wir. Himmel, als ich endlich meine Rache bekam, wollte ich sie nicht mal mehr. Hat er gerade gesagt, wie menschlich Aliens sind? okay. Normalerweise sind sie nicht so reizbar. Was war letztendlich passiert? Er hat eine Frau verletzt, ihr den Arm gebrochen. Sie griff nach einem Glas Wasser, anstatt es biotisch zu sich heranzuziehen. Sie wollte einfach nur was zu trinken haben, ohne Nasenbluten zu bekommen. Und ich stand auf, wie ein Idiot. Ich wusste eigentlich gar nicht, was genau ich dann tun wollte. Nur irgendwas. Und Vernus verlor die Nerven. Er prügelte mich halb tot. Und dabei schrie er immer wieder, dass sie uns in die Steinzeit zurückbomben hätten sollen. Und in dem Moment kam das Messer ins Spiel. Ein Militärmesser. Direkt in mein Gesicht. Ich rastete völlig aus und trat ihm mit meinen biotischen Kräften voll in die Zähne. Fast so fest, wie ich es jetzt könnte. Und mit 17 soll das schon was heißen. Aha. Eindrucksvoll. Aber das ist irgendwie ein bisschen komisch. Die ganzen Ereignisse, die wir jetzt gehabt haben hier auf Wörmeyer, die sind ja sehr krass. Und da müssen wir eigentlich drüber sprechen oder so. Und er kommt daher mit irgendeiner alten Geschichte. Von einem Halbwüchsigen umgehauen zu werden, muss Vernus gehasst haben. Er hatte keine Zeit, es zu hassen. Ich habe ihn getötet. Der Tritt brach ihm das Genick. Sie hätten ihn vielleicht retten können, wenn sie ihn schnell genug ins Krankenhaus gebracht hätten. Aber das taten sie nicht. Sein Rücktransport sorgte für großes Aufsehen. Das BAAT-Training wurde eingestellt. Kinetics war einige Jahre später am Ende. Ist irgendwie witzig. Ich bin mir nicht sicher, wen von uns beiden das schlimmere Schicksal ereilt hat. Aha. Was Bedauern angeht, wird er Ihnen sicherlich einiges voraus haben. Ich bin nicht traurig, dass er tot ist. Es tut mir nur leid, dass ich ihn getötet habe. Ich war nicht darauf vorbereitet. Ich verschwand eine Weile von der Bildfläche. Sie ließen mich gehen. Ich schätze, sie wollten ebenso wie ich, dass die Sache in Vergessenheit gerät. Ich kam aus freien Stücken zurück, weil ich dienen wollte. Also ja, ich hasste diesen Turianer. Aber für mich war er kein Turianer, er war Vernus. Ja, das ist ja auch, oder? Also, ist ja richtig so. Und ich hatte schon Angst, sie wären irgendwie in Mitleidenschaft gezogen worden. Ich habe einige Kratzer und Beulen, aber ich hoffe, die verleihen mir nur mehr Charakter.
Ich glaube nicht, dass wir noch viel länger ohne Unterstützung fungieren werden. Bald schon wird nicht einmal mehr der Rat ignorieren können, was vor sich geht. Ich bin froh, dass Sie hier sein werden, wenn es vorbei ist, Shepard. Ich freue mich schon auf den Landurlaub. Dann, okay, viel Spaß. Williams, das ist ja die Dame, die ich jetzt weg ist. Ich wollte mich erkundigen, wie Sie mit Ashs Tod klarkommen. Ja, ich genau. Klar, Ma'am. Ich möchte mich für das entschuldigen, was ich gesagt habe. Adrenalin. Aha. Verstehe. Ich verliere auch nicht gern Leute. Ich habe viele Jahre lang gedient, aber unter meinem Kommando nie einen Soldaten verloren. Jedenfalls nicht bei Feindberührungen. Wenn Sie die Frage entschuldigen möchten, wie haben Sie die Verluste auf Arkose verarbeitet? Tja, weiß ich nicht. Ich denke immer noch, das eine war eine Entscheidung zwischen zwei Leuten. Ich könnte das Gespräch dann, wenn ich mich anders entschieden hätte, mit der anderen jetzt führen. Das war für mich unumgänglich, keine Ahnung. Und das andere war einfach dumm gelaufen. Es ist unnötig eskaliert, fand ich. Ich weiß nicht, ob ich am Ende es hätte so weit eskalieren lassen, dass ich ihn erschossen hätte. Ich hatte ja die Möglichkeit dazu, ihn zu erschießen, und das wollte ich eigentlich nicht. Und dann wurde er erschossen von der anderen. Also, keine Ahnung. Was soll ich da verarbeiten? Ich kann nicht sagen, es wird nicht mehr passieren, weil ich es anscheinend nicht immer in der Hand habe. Das kann ich nicht sagen. Ich habe getrauert. Ich bin noch in der Trauerphase. Das ist ja jetzt noch nicht so lange her. Später. Ich traue nicht, ich bedauere. So. Deswegen würde ich sagen, auch wenn es eiskalt klingt, ich Zitat in ihre Pflicht. Wir nehmen den Tod in Kauf, sobald wir die Uniform anziehen, Lieutenant. Wenn Sie damit nicht klarkommen, sollten Sie den Dienst quittieren. Wir sind bis zum Ende dabei, Commander. Keine Sorge deshalb. Ja, das ist halt die eiskalte Sache. Aber damit hat sie ja auch recht. Ich meine, wer als Soldat dem Militär beitritt, der muss damit rechnen, dass sowas passiert. Auch wenn es ja, keine Ahnung, blöd ist. Na gut, taktische Einschätzung. Was denken Sie über die letzte Mission? Was ich denke? Verdammt, keine Ahnung. Wir bekämpfen ein Volk aus riesigen Maschinen, das Millionen Jahre alt ist. Sollte ich Angst vor ihnen haben? Oder in Ehrfurcht erstarren? Etwas so Altes und Intelligentes. Sie sind tatsächlich alt. Say what? Wir werden sie schlagen. Also weiß ich auch nicht. Tun sie einfach ihren Job. Keine Ahnung, was soll man da sagen? Die sind so alt, die haben die riesigen Erfahrungen, die haben die Technik. Ich weiß nicht, ob wir sie schlagen werden. Und ich finde es ein bisschen krass zu sagen, ja, ich verspreche, wir werden sie schlagen oder keine Ahnung. Die sind jetzt so derartig überlegen. Ich meine, muss man sich mal vorstellen. Wir sind vor 2000 Jahren noch im römischen Imperium gewesen. Wir haben seit, keine Ahnung, 150 Jahren Strom. Wir haben gerade erst Internet, jetzt gerade im Moment. Aber wenn man sich vorstellt, eine andere Spezies ist Millionen Jahre uns voraus, da kann man überhaupt nicht erfassen, was die alles können. Und deswegen finde ich die Antwortmöglichkeiten komisch. So. Wir werden sie schlagen! Im Prinzip, wir sind nicht mal Affen im Vergleich zu denen. Wir sind nicht mal Ameisen, also. Tun sie ihren Job, wir machen einfach das Beste, was wir machen können. Wir müssen ihre Kultur nicht wertschätzen, Alenko. Wir müssen sie lediglich ausradieren. Punkt. Boah. Verstanden, Shepard. Ja, ich bin sehr interessiert an so Geschichten mit Erstkontakt mit so derartig weit entwickelten Zivilisationen. Und bin deswegen sehr gespannt, was das wird. Und ich finde es ein bisschen komisch, das heißt, wir werden sie ausradieren. Mich interessieren sehr die Beweggründe, warum die Reaper so sind, wie sie sind. Und ob man nicht mit denen irgendwie einen Konsens finden kann. Die Galaxis ist groß genug, also warum müssen sie uns unbedingt ausradieren? Oder warum müssen wir sie ausradieren? Warum heißt es denn sie oder wir? Also ach. Na gut. Wir sprechen später, Kaida. Sehr gern. Ich muss sagen, ich habe vergessen, über wen er da geredet hat. Mit diesem Wormus oder wie der hieß. Ich weiß nicht mehr, was das war, was er da für eine Geschichte hatte. Na gut. Da ist hinten, glaube ich, noch einer. Oh, guck mal kurz auf die Karte. Das ist er, das bin ich. Das ist Liara. Mein Gott, ich kann mir wirklich keine Verluste mehr erlauben jetzt, so langsam.
Ich habe über Sarah nachgedacht. In gewisser Weise tut er mir sogar ein wenig leid. Ja, er will ja auch nur das Beste. Er ist zu einem Sklaven der Reaper geworden und erkennt es nicht einmal. Er ist innerhalb seines eigenen Geistes gefangen. Ein Teil von ihm spürt, wie seine Identität langsam von der Sovereign verschlungen wird. Aber er kann es nicht verhindern. Ich frage mich, wie er der Sovereign wohl in die Falle getappt ist. Hat er gedacht, er könnte irgendwie verhindern, dass die Reaper zurückkehren? Oder wurde er allein von seiner Gier nach Macht und Ruhm angetrieben? Also ich weiß ja, das hat er doch selbst schon erklärt, oder nicht? Das ist genau diese typische Saruman-Geschichte. Saruman erkennt, dass Sauron sowieso gewinnen wird, also schließt man sich ihm an, weil man hat ja keine Chance, sich ihm gegenüberzustellen. Nur, so wie ich das jetzt verstanden habe mit Saren, geht es ihm nicht nur um ihn selbst, sondern es geht ihm darum, als Botschafter der aktuellen Zivilisation mit den Reapern in Kontakt zu treten und zu versuchen, dass man einen Konsens finden kann. Also besser man schließt sich den Reapern, tut, was sie sagen, als Volk, weil wir uns nützlich machen wollen, als dass wir einfach alle ausgelöscht werden. Also, keine Ahnung. Gier nach Macht und Ruhm glaube ich nicht. Keine Ahnung, erschien mir nicht so. Wie Sarens Gründe auch ausgesehen haben mögen, so sind sie doch längst Geschichte. Man muss ihn aufhalten. Ja, da haben Sie wohl recht. Er mag ein Opfer der Sovereign sein, aber er ist auch eine Gefahr für das Leben aller. Es ist schon schlimm genug, dass wir Saren quer durch die Galaxis jagen. Da sollten wir nicht auch noch in jeder freien Minute über ihn reden. Na gut. Ich unterhalte mich gern mit Ihnen, Liara. Über welches Thema Sie wollen? Dann reden wir über Sie. Geht es Ihnen gut? Ich habe Albträume, habe ich? Ich frage Sie mal, was für Albträume Sie meinen. Ich schlafe nicht sehr gut. Die Visionen halten mich die ganze Nacht wach. Ich wünschte, ich könnte Ihnen irgendwie helfen. Sie müssen in Bestform sein, Commander. Die Crew verlässt sich auf Sie. Sorry. Das kann eine ziemliche Last sein. Na gut. Ich habe breite Schultern. Das bezweifle ich nicht. Aber können Sie auch das Gewicht einer ganzen Galaxis tragen? Wenn wir Sarah nicht aufhalten... Nein. Ach, vergessen Sie's. Tut mir leid, Commander. Das Letzte, was Sie jetzt brauchen, ist jemand, der Sie daran erinnert, wie schlimm es für uns aussieht. Gibt es noch etwas anderes, über das Sie gern reden würden? Hatten wir das schon mal hier, Benesia? Wissen Sie, warum sich Benesia mit Saren zusammengetan hat? Benesia wurde in Ereignisse hineingezogen, die sie nicht kontrollieren konnte. Und das war zu viel für sie. Sie wurde einer Gehirnwäsche unterzogen und wurde zu einem Teil des Dings, das sie eigentlich aufhalten wollte. Aber ich werde mich daran erinnern, wie sie gelebt hat und nicht an ihren Tod und dieses Andenken ehren. Meine Mutter war stark, gütig und wunderschön. Und jetzt ist sie fort. Tja. Ich würde gern mehr über die Asari wissen. Wir waren die erste Spezies, die Zitadelle entdeckte. Wir haben bei der Gründung des Rates eine entscheidende Rolle gespielt. Und wir sind immer bestrebt, bei galaktischen Disputen für eine friedliche Kooperation einzutreten. Viele Leute glauben, dass wir Teil einer einzigen galaktischen Gemeinschaft sind. Jede Spezies trägt etwas zum Wohle aller bei. Aber obwohl wir uns bemühen, die anderen Spezies zu verstehen, geben sich nur wenige Mühe, uns Verständnis entgegenzubringen. Die Galaxis ist voller Gerüchte und falscher Informationen über mein Volk. Zum Beispiel? Die meisten Irrtümer haben mit unseren Paarungsritualen zu tun. Meine Spezies ist monogeschlechtlich. Die Begriffe männlich und weiblich haben für uns keine wirkliche Bedeutung. Wir benötigen dennoch einen Partner, um uns fortzupflanzen. Dieser kann jedoch jeder Spezies und jedem Geschlechts angehören. Das hatten wir, glaube ich, alle schon. Ich muss jetzt gehen. Leben Sie wohl, Commander. Das hat sie mir schon mal erzählt und das wusste ich auch noch. Gut. Wir haben 2 Besatzungsmitglieder weniger, das heißt, wir müssen nicht mehr so viel mit uns unterhalten. Was würde Rex wohl sagen? Zu den Reapern? Ach ja, na gut. Okay, unten stehen noch, glaube ich, 2. Ah, da war Rex. Da war Rex. Ach. Garrus, das ist noch meiner. Commander, was kann ich für Sie tun? Der klingt unzufrieden. Liegt Ihnen etwas auf dem Herzen? Es geht um Saren. Ich frage mich langsam, ob wir ihn je finden werden. Er ist uns immer einen Schritt voraus. Und er hat diese verdammten Geht. Wir kommen ihm näher, Garrus. Wir werden ihn finden. Wenn ich nur Ihre Zuversicht hätte,
Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass er mit dem, was er getan hat, durchkommen könnte. Ich weiß, dass sie tun, was sie können. Und wenn ihn irgendjemand fangen kann, dann sie. Aber wenn es irgendetwas gibt, womit ich ihnen helfen kann, irgendetwas, sagen sie mir einfach, was ich tun soll, und ich tue es. Ich verstehe Ihre Besorgnis, aber wir werden ihn finden. Seien Sie einfach bereit, wenn es soweit ist. Jawohl, Ma'am. Sie können auf mich zählen. Danke, dass Sie mich angehört haben. Das weiß ich zu schätzen. Kann ich Sie etwas fragen, Commander? Selbstverständlich. Was gibt es? Sind Sie besorgt, dass der Rat Saren schützen könnte? Ich meine, weil Sie sich vorher auch nicht gerade überschlagen haben. Was ist, wenn wir ihn finden und zurück zur Zitadelle bringen und Sie dann nichts unternehmen wollen? Ich weiß, ob das möglich ist. Ich habe das Gefühl, dass das gar keine Frage ist. Sagen Sie, was Sie denken, Garrus. Nun, vielleicht sollten wir Ihnen gar nicht erst die Gelegenheit dazu geben, Commander. Meiner Meinung nach ist Saren viel zu gefährlich, um am Leben bleiben zu dürfen. Es könnte einfach zu viel passieren. Er könnte entkommen oder der Rat könnte ihn gehen lassen. Wenn wir ihn finden, falls wir ihn finden. Ich wollte vorschlagen, dass wir ihn aufhalten. Ein für alle Mal. Er wird einen bedauerlichen Unfall erleiden. Ja, weiß ich nicht. Der Kampf, den wir in der letzten Folge hatten gegen Saren, der war meiner Meinung nach nicht dazu gedacht, ihn am Ende Handschellen umzulegen. Der war, fand ich, auf Leben und Tod. Aber er ist halt abgehauen. Also. Und ich denke schon, dass er recht hat. Weiß ich, es ist ja nicht Saren, der die Leute beeinflusst, es ist die Sovereign, aber da Saren anscheinend immer mehr mit der Sovereign eins zu werden scheint, muss man den Mann wirklich mit Vorsicht betrachten und man sollte ihm nicht die Gelegenheit haben, sich rauszureden. Wie Saruman, den Herr der Ringe. Das hängt von der Situation ab. Ich werde das erst entscheiden, wenn er in greifbarer Nähe ist. In Ordnung. Jo, das... Ich bin jedenfalls auf Ihrer Seite. Damit kann ich leben. So, jetzt haben wir 3 Gespräche geführt. Ich weiß gar nicht, wie viele Typen haben wir jetzt noch übrig. Das war's doch noch nicht schon, oder? Die Dame mit der Kapuze ist noch übrig. Wo ist die nochmal? Die steht da hinten. Tali ist noch da, richtig. Die steht da hinten. Steht wie immer hier an diesem Generator da rum. Oh. Hallo, Shepard. Was, jetzt schon wieder? Alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Ihr Schiff ist fantastisch und Ihre Crew hat mich großartig aufgenommen. Hat wir das schon? Insbesondere der Chief Engineer. Aber ich fühle mich einfach nicht dazugehörig. Die Normen, die läuft so ruhig, als würde sie sich gar nicht fortbewegen. Auch die Maschinen sind so ruhig. Können Sie nachts gut schlafen? Okay, wir hatten das noch nicht. Und das Problem erscheint mir irgendwie trivial. Zu ruhig. Zurück zum Schlafen. Hält sie die Stille vom Schlafen ab? Auf der Flottille bedeutete Stille Gefahr. Zum Beispiel, wenn eine Maschine oder ein Luftfilter ausfällt. Hier muss ich mir darüber wohl keine Sorgen machen. Nee. Aber diese Wachsamkeit ist eine alte Gewohnheit. Aber es ist nicht nur diese Stille. Dieses Schiff fühlt sich so leer an. Als ob die Hälfte der Crew nicht an Bord sei. Als ich noch zu Hause war, konnte ich meine Pilgerreise kaum abwarten. Ich wollte nur raus aus dieser Menge. Aber jetzt, wo ich hier bin, vermisse ich sie. Manche Dinge weiß man erst zu schätzen, wenn man sie nicht mehr hat. Das ist wahr. Ich frage mich langsam, ob es eben darum bei den Pilgerreisen geht. Ich habe eine ganz neue Sichtweise über mein Volk und unsere Kultur bekommen. Einige gehen aber auch auf Pilgerreise und kehren niemals wieder zurück. Ich dachte immer, dass ihnen etwas Schlimmes widerfahren ist. Aber vielleicht wollten sie nur ein anderes Leben führen. Krass, dass sie das nicht wissen. Aber sie wollen doch zur Migrantenflotte zurückkehren, oder? Ich könnte meine Leute niemals im Stich lassen, Shepard. Ich werde zurückgehen. Aber erst müssen wir Saren aufhalten. Sonst gibt es vielleicht keinen Ort mehr, an den ich zurückkehren könnte. So ist es wohl. Ich weiß nicht, ob wir das alles schon mal hatten. Vielleicht ist alles... Ja, gut, das, was ich hatte, ist vielleicht schon gar nicht mehr da. Erzählen Sie mir etwas von Ihrem Volk. Wir haben kein einfaches Leben. Die Ressourcen sind knapp. In der Flottille leben 17 Millionen Quadratmeter. Leider mussten wir viele Freiheiten und zivilisatorische Selbstverständlichkeiten aufgeben, die andere Völker für sich als selbstverständlich erachten. Ja, das hatten wir schon. Ich möchte über etwas anderes sprechen. Zum Beispiel? Ich glaube, das hatten wir alles schon. Gut. Ich muss jetzt gehen. Bis dann.
Kann sein, dass ich was übersehen habe, oder? Ich weiß es nicht. So, jetzt haben wir mit 4 Leuten gesprochen. Ich glaube, das war's. Ich würde sagen, wir gucken mal wieder. Wir müssen hochfahren. Wir müssen wieder hochfahren. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Welche Quest als nächstes ansteht. Moment mal. Wo geht's zum Gartenraum? Ah. Da steht der Caden wiederum. Ah. Falsche Richtung. Gut. Okay. Also, dann gucken wir mal kurz, was wir machen sollen. Die Sovereign. Geht Angriff. Achso, damit geht's, glaube ich, weiter. Nach Ferus reisen. Die Röhre finden. Genau, okay, da sind wir gerade. Die Gate haben die Kolonie Ferus angegriffen. Ihr Primärziel lautet, in der Kolonie Zeus Hope herauszufinden, was Saren vorhat und warum er die Gate-Truppen auf diesen Planeten geschickt hat. Gut, wir sollen nach Ferus. Alles klar, warum er Gate-Truppen dahin geschickt hat. Ah, gut. So, zack mal her. Ah, schon ein schöner Planet, wirklich. Würmeier. Da können wir, glaube ich, noch so ein bisschen rumscannen und sowas. Teilweise, manchmal. Scheiße, Jupiter. Ich gucke mir gerade den letzten auch noch an. Nemata. Na gut. Mein Gott, da schreiben die Leute so viel und ich lese es mir nicht mal durch. Also, da war Ferus. Hier haben wir noch jede Menge andere Planeten. Ich weiß gar nicht, ob es einen Grund geben könnte, dahin zu. Was zur Hölle? Was ist das für ein Umweg? Ob es einen Grund geben könnte, dahin zu fliegen? Ob wir da irgendwelche Quests finden oder sowas? Ich denke schon, aber wir machen jetzt trotzdem mal diese. Ich bin so interessiert in der Hauptquest. Herkules. Jawohl. Sharing Ferus. Oha! Lavaplanet oder was? Ach! Wolkenplanet! Das Unternehmen Exogeni hat auf Ferus eine Pilotkolonie gegründet, um die proteanischen Ruinen zu erschließen, die 2/3 der Planetenoberfläche bedecken. Die Atmosphäre ist extrem staubreich und die Fortbewegung zu Lande wird durch die meterhohen Trümmerschichten erschwert. Es gibt Hinweise darauf, dass Ferus früher eine sehr viel kältere Welt war. Ferus hat 2 Monde, Orkan, der Vater, und Varadit. 300 Menschen oder was? 300 Millionen Menschen. 10 Grad Celsius. Okay, sieht sehr schick aus. Wow. Da landen wir. Okay, also, dann würde ich sagen, machen wir uns bereit und gehen mal raus. Wir wurden bis jetzt noch nicht angefunkt irgendwie. Ich wüsste wo... Ach, da vorne gucken. Kommen wir wieder raus, glaube ich. Ach, mit Joker soll ich auch noch sprechen, genau. Wer war das PCLP? Ich hätte gesagt, dass ich Joker aber vergesse. Ja, der ist ja nicht wirklich in meinem Team. Commander, ich weiß, dass es für Sie da unten nicht einfach gewesen sein kann. Die Entscheidung zwischen Alenko und Williams. Das tut mir leid, Ma'am. Ich weiß nicht, ob ich das gekonnt hätte. In einer solchen Situation gibt es keine richtige Entscheidung. Ich kann nur hoffen, so etwas nie wieder erleben zu müssen. Ich gebe Ihnen keine Schuld, Commander. Es ist nur eine verdammt traurige Geschichte. Saren ist immer noch da draußen, Joker. Reißen Sie sich zusammen, wir brauchen Sie noch. Hallo? Keine Angst, ich werde Sie nicht enttäuschen. Ich will schließlich dabei sein, wenn dieser Hurensohn für seine Taten bezahlen muss. Jo, das war's wohl. Ich werde schon klarkommen, Commander. Alles klar. Ich brauche bloß etwas Zeit. Na, wenn du sagst. Wunderbar. Okay, tatsächlich. 2, 4, 6 sind tatsächlich nur noch 4 übrig. Ah, das ist schon bitter. Mir tut's gerade und Rex eher leid. Ich hatte keine Ahnung. Sie ist mir von Anfang an irgendwie so ein bisschen auf die Nerven gegangen. Die war so extrem pflichtbewusst und kein Humor, so richtig stocksteif irgendwie. Aber er, keine Ahnung. Ich hätte gerne noch mehr über ihn erfahren. Aber gut. Na gut, also wir nehmen mal mit.
Ich glaube, ich mag mein Lieblingsteam hier mit den beiden Damen hier. Das ist immer so schön ausgewogen irgendwie. Gut. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. So geil, diese Ansage noch. So, na dann schauen wir mal. Da vorne steht jemand. Wir haben Ihr Schiff gesehen. Faidan möchte sofort mit Ihnen sprechen. Wer ist Faidan? Er ist unser Sprecher. Er braucht Ihre Hilfe bei den Verteidigungsvorbereitungen gegen die Gate. Sie machen einen weiteren Vorstoß. Bitte, gehen Sie nach oben, hinter... Ach! Oh! Alter, wo kamen die denn her? Was ist da los? Die Gates sind schon hier! Meine Güte. Ist er noch da? Ach nee. Da vorne steht er. Voll in die Wand geschossen hier. Oh mein Gott. Ah! So viele. Komm raus! Zeig dich! Er hat sich gar nicht gewehrt. Mein Gott, da hat er mein Schiff gut erwischt hier. Da sind irgendwelche Viecher irgendwo. Wo zur Hölle bin ich hier? Da geht's weiter. Oder? Nicht. Das ist ein toller Empfang hier. Wo geht's denn hier weiter? Von da sind wir gekommen und da muss auf der anderen Seite weitergehen. Oh mein Gott. Diese Leute haben zwar Mumm, aber die Gates sind unbarmherzig. Mein Volk weiß das besser als jeder andere. Da geht es nicht weiter. Wie ist es gedacht? Da muss aber irgendwo einen Ausgang geben oder eine Treppe oder irgendwas, die ich jetzt nicht gesehen habe. Krass, wie der einfach erschossen wurde. Ja, hier ist aber ein eigenes Dings, Schiff. Diese Kolonisten haben vielleicht nicht viel, aber das hier ist ihre Heimat. Sie werden bis zum Äußersten kämpfen, um sie zu verteidigen. Na dann, sehr gut. Da vorne muss es weitergehen. Vielleicht kann man das irgendwie aufspringen. Was war das? Ah, mein Gott, ich hab das vorher nicht gesehen hier. Gott. Okay. Ach, das sind diese Echsen wieder, oder? Ja. Die ganze Wand ist komisch hier. Ich glaube, die haben sich hier schon ganz schön breit gemacht. Geht, Pirsche. Aha. Alles sieht schon in Trümmern hier irgendwie. Ach du Scheiße, ich glaube der Planet, der muss schon evakuiert werden. Da krümmt schon alles runter. Ach du Scheiße. In die Tunnel, sie müssen gesichert werden. Aber was ist, wenn dort Gates sind? Hast du etwa... Diese Gates sind verdammt gefährlich. Es tut gut, fertig machen. Wie soll man eine Armee von Maschinen besiegen? Sie kennen keine Skrupel. Wie soll eine Frau denn nachdenken, wenn um sie herum Entschuldigung. Waffen abgefeuert werden? Aha. Ich befürchte, die Gate werden uns alle töten. Ja, es steht wohl nicht zum Besten hier.
ich weiß nicht, wie man eine... Ich muss diese Arbeit fertigstellen. Die Geht dürfen nicht in den Kern der Kolonie vordringen. Wir müssen die... Da kommen sie. Sie kommen? Es werden immer mehr. Okay, da gehen wir mal in diese Röhre hier rein. Ach. Die Geht sammeln sich zu einem neuen Angriff. Dechiffrierung, jawohl. Ah! Ich trottel. So, jetzt. Frachtloks. Bei der Dechiffrierung dieser Loks haben sie etwas Verdächtiges gefunden. Menschliche Essensrationen für mehrere Monate wurden zu einer nicht registrierten Welt im Voyager-Cluster eingeliefert. Die Log-Einträge sind nicht eindeutig, aber anscheinend sind sie irgendwo ins Amazonas-System geliefert worden. Aha. Essen wurde weggeliefert. Da kommen wir her. Ganz ruhig, meine Liebe. Alles wird gut. Du musst nur ruhig bleiben. Es kommen immer mehr Geht. Öffentliches Extranet-Terminal. Aha. Ja, da ist einiges im Gang hier. Man hört es im Hintergrund schon, wie da geschossen wird. Hey, hey. Ach, Commander. Aha. Ich bin sehr froh, dass Sie endlich jemanden zur Hilfe geschickt haben. Sie haben sich verspätet, oder? Arcelia. Tut mir leid, Commander. Wir alle sind ein wenig mit den Nerven runter seit... Aufpassen! Es entgeht im Turm! Wir es geht. Den Kern der Kolonie verteidigen. Okay. Von wo kommt die jetzt? Da. Ja, dann lass halt hier mal ein bisschen rumschweben hier. KI hacken. Klingt gut. Ah! Genial. So, den wollen wir werfen. Werfen mag ich immer noch am liebsten hier. Ah! Jetzt schwebt er, was weiß ich, worum. Komm her. Noch einer! Den werfen wir. Oh, du Scheiße! Wenn es blutet, kann man es töten. Aha. Geht im Tunnel. Da kommen die Nächsten. Na mal! Wollen wir das mal versuchen, ob das klappt hier? Und mein Dings hier, wie heißt die Liara, die kann ihn ja noch gar nicht sehen. Ah! Da hinten schwebt einer rum. Genial. War das jetzt wegen dieser Singularität oder hat die irgendwie so ein... hat die ihn geworfen, ohne dass ich es befohlen habe? Die Schilde sind weg! Das ist der Hammer. Oha. Labyrinth! Auch getroffen hier. Ah. Aha! Eine Aufklärungsdrohne. Ja, die klärt aber nicht nur auf hier. Scheißding. Ah, was ist denn das? Lass sie wieder fliegen hier. Ah! Baut sich ein Schild und kommt er da wieder raus. Da vorne ist ein Ausrufezeichen. Oha, was ist da los? Verwüster im Anmarsch! Achtung! Also mir gefallen diese Werfengeschichten wirklich am besten. Ich versuche das mal mit dem hier. Einfach gucken, was da genau passiert. Hätte er wirklich da reingezogen? Ah! Ah, da hinten! Das ist so genial!
Und die Singularität, die gilt nicht für mich. Voll daneben geholzt. Super. Huch! Jetzt können wir Faidan Bericht erstatten und ein Fahrzeug aus der Normandie entladen. Unser nächstes Missionsziel ist die Gate-Basis. Aha! Die Gate-Basis. Okay, alles klar. Gut, dann müssen wir zurück. Ist da weiter? Da waren wir jetzt auch noch nicht. Mal gucken. Also wir haben die jetzt hier vertrieben erstmal. Höchst merkwürdig. Oh, da kommen wir jetzt wieder irgendwo raus, wo wir schon gewesen. Ach, das ist die Treppe. Da sind wir schon mal hochgelaufen, oder? Blockiert? Ach, du Scheiße! Alter! Dieses elende Gehüpfe mit diesen Mistviechern hier. Mistviecher. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Haben wir sie alle? Oh mein Gott. Ja, ich habe das Gefühl, wir sind gleich wieder am Anfang. Oder? Nee, hier waren wir noch nicht. Ob doch weitergeht. Ja, da ist doch was. Da ist noch einer. Boah, wie krass ist, wie schnell das Schild schon überlastet jetzt mittlerweile. Nicht schlecht, diese Waffen. Wasserventil öffnen. Dieses Ventil scheint zu einem großen System zu gehören. Höchstwahrscheinlich gibt es noch andere, die wir aktivieren müssen. Noch mehr Ventile aktivieren, alles klar. Oh Gott, das wird wieder was. Ich hab die sowas mit verlaufen. Da vorne müssen wir irgendwie hin. Ah! Autsch! Die kassieren so wirklich viel Schaden. Ui! Mein Schild! Ich glaube, wir sind richtig hier. Wenn ihr. Oh, Kogana! Waffen wir ihn mal weg. Oh, er kommt näher! Hilfe! Genial. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Okay. Was willst du von mir? Hey. Okay. Kommt schon der Nächste! Oh mein Gott. Gut, dann... Sabotage. Das ist auch lustig. Oh, wenn der nicht so rumrennen würde, so wie so ein Freak, ey. Ich bin gleich tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir haben ihn erwischt. Technik-Kit. Sprengsatz. Aha. Vielleicht müssen wir das kaputt machen hier. Transmitterturm. Achtung, weg mit euch. Ich gehe lieber selber mal weg. Komm, lauf da weg, ihr Heinis. Leute. Stufe aufgestiegen. Wow. Nicht übel.
Okay, na gut. Moment mal. Achso, Transmitter, okay, den haben wir erledigt. Oh Gott, ich bin so lost. Ich glaube, wir müssen nach vorne nach rechts. Da waren wir noch nicht. Glaube ich. Doch. Das war das mit dem. Was soll das? Passiert hier? Mein Gott. Was ist für ein Riese? Verwüste. Achso. Ist gar nicht so schlecht, so ein Team zu haben. Ein Scharfschütze. Weggeballert. Steht jemand? Sie sollten nicht dort runtergehen. Was ist da hinten? Ich könnte es Ihnen sagen. Ihnen alles sagen. Wie würde Ihnen das gefallen? Oh Mann. Das war hart diesmal. Aha. Was ist nur los mit Ihnen? Nur der Peitschenruf des Meisters erinnert mich daran, dass ich noch am Leben bin. Sie sind hinter den Geht her, stimmt's? Sie sind nicht die Einzigen, die an diesen Dingern interessiert sind. Wer außer uns sucht noch nach den Geht? Nicht sucht nach, sondern versucht loszuwerden. Sie sind ein Dorn im Fleische des... Ah! Alles dreht sich darum, dass... Ah! Okay. Der ist schon halb übernommen, oder? Der Mann ist am Ende. Wir sollten ihn in Ruhe lassen. Kann man Ihnen irgendwie helfen? Wollen Sie überhaupt Hilfe? Mir helfen? Nein. Niemand kann mir helfen. Aber ich möchte lieber im Kampf sterben. Oh Gott. Vielleicht kann ich Ihnen helfen, wenn Sie mir von Ihrem Kampf erzählen. Nicht die Art Kampf, die Sie kennen. Es ist wie, wenn man in einem Dornbusch hängt. Je mehr man zappelt, desto... Keine Zeit mehr. Wir bekommen Gesellschaft. Sprechen Sie mit Faidan. Fragen Sie ihn nach... Uah! Achtung! Deckung! Ah, wo bin ich denn? Hä? Ah, Leute. Ach Gott, es ist nicht so einfach, einen guten Ort zu finden, wo man stehen kann hier. Deckung finden. Schieß ins Knie. Gut. Liebe Leute, ich hoffe, es wurde gerade gespeichert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber die Folge ist schon sehr lang, deswegen hören wir jetzt auf. Und genau, wir machen nächstes Mal weiter. Wir müssen uns irgendwie durch dieses Labyrinth da durchwurschteln. Ja, wird schon irgendwie weitergehen. Ich denke mal hoffentlich in der Richtung hier. Oder? Ich guck mal eben schnell, wie es da aussieht. Boah, da geht's nicht weiter. Ja, also wir müssen irgendwie Ventile aufmachen. Mit Feran sprechen. Okay, der ist hinüber. Und ja, gut, gucken wir mal. Liebe Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.